Und die Frage ist natürlich, wird so geklatscht wie im Hinspiel an Spieltag? Keine Ahnung. Es war relativ früh in der Saison. Und ich meine, da wurde Chelsea, muss ich sagen, ordentlich abgerieben. Machen wir uns nichts vor, da wurde einmal richtig durchgezogen und weg das Ding. Ob sie das heute auch wieder schaffen, das sehen wir jetzt. Oder beziehungsweise, ob sich Chelsea wehren kann. Das Hinspiel war ja in London. Und in London knallt sie immer bei Northampton gegen Chelsea. Das weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so gut an Spiel erinnern. Neymar Junior ist dabei. Wir auch im Hinspiel. Wir sehen es 1 gegen 2. Es ist das Duell, das wir sehen wollen. Northampton hat noch nicht verloren in der Saison. Hat 5 Mal unentschieden gespielt. Aber ansonsten eine makellose Bilanz. Gaben, ja. Bisschen Glück, guter Einsatz auch. Und Nichols, super gesehen. Rein das Ding, Loni. Na, da geht schon mal gut los. Chelsea lässt sich erstmal in den ersten Angriff reinlaufen. Oder läuft erstmal in den ersten Angriff rein. Moses. Könnte jetzt aber direkt die andere Seite. Nein. Na, also doch. Aber erstmal Einwurf. Für Chelsea. Na, da hat Deegan nicht aufgepasst. Den kann man haben. Muss man aber scheinbar nicht, wie Gary Deegan zeigt. Und Loni, und das wird heute der Schlüssel für Chelsea, den müssen sie im Griff haben. Wer Loni im Griff hat, kontrolliert quasi das Spiel. Wer Loni nicht im Griff hat, der kann sich schon mal ein paar saftige Gegentore einstellen. Ah, schade. Hat Hooper schön gesehen davon, oder wollte ihn sehen. Und der Abwehrspieler, ich weiß nicht, ob er gewusst hat, dass da jemand lauert hinten, oder ob er einfach auf Verdacht dieses Ding genommen hat, aber es hat funktioniert. Kein Abseits. Chelsea daddelt ein bisschen hinten rum. Das könnte sie wieder mal teuer zu stehen kommen, aber das wissen sie ja inzwischen. Freistoß wird nichts. Neymar Junior macht das gut. Van Aanholt, Snedka. Van Aanholt wird lang genug aufgehalten und Snedka kann sich den Ball locker nehmen. Und andere Richtung. Tosa. Grätsch ist erstmal nichts. Und dann reicht auch Tosas Körperlinge hier nicht für den Kopfball aus. Schade. Emerton. Aufgepasst. Aufgepasst. Kein Handspiel. Sagt Mr. Schiri, ob es eins war. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber sowas bin ich immer ganz kritisch. Loni, ja, da wollte er ein bisschen zu viel. Hat nicht gereicht. Emerton, wieder mal am Kämpfen. Der Typ, er macht es einfach, er kann es einfach. Das ist genau sein Stil. Der UFC-Fighter. Never gonna give you up. Ein Liebeslied an den Ball von Rick Astley. Nein. Sicher ein Rumpf. Also jetzt nicht Chelsea voll ins Messer laufen. Bisschen mit Bedacht spielen. Ich glaube, kann nicht schaden und kaum sage ich, es passiert sowas. Mikael Langmead. Snedka hat das Ding. Keine Gefahr. Neymar Junior kriegt nicht die Chance auf sein erstes Tor gegen Northampton. Zumindest noch nicht. Ja, Chelsea wieder, oder hat heute einfach das nötige Glück so bisher. Stehen auch gut, das kann man nicht absprechen, das ist klar. Loni geht einfach vorbei. Loni! Loni! Jawohl! Ja! Lässt sich nicht abdrängen. Steht gut. Der Verteidiger rechnet nicht damit und die Bahn ist frei und den zimmert Leinzeck. Wichtiges Tor. Chelsea muss jetzt damit umgehen irgendwie. Ich meine, es ist jetzt keine Seltenheit oder keine Neuerung, dass sie hinten liegen gegen Northampton, aber generell liegen sie nicht so oft hin und damit müssen sie jetzt eben klarkommen. Loni, weiter Pass. Guter Pass, Loni. War ein bisschen zu viel für ihn. Verständlicherweise, der ist für Akinfeev. Aber allein dieses Auge zu haben, Loni lauert, der weiß genau, und es ist realistisch, dass er den Ball bekommt da und dann steht er natürlich auch gut, positioniert sich dementsprechend und naja. Ich meine, es ist nicht jeder klatscht so rein, aber der hätte was werden können. Snedka ist da, macht das gut, macht seinen Job. Ich habe Bock auf Chips.
Wichtige Nebeninfo, Widdowson weg, Freistoß, ja. Und De Bruyne tritt rein und das ist das Tor. Komm, stelle ich meinen Spieler einmal nicht auf die Linie. Blitzt die Klasse. Die Freistoßklasse von Chelsea im Aufruf. Mich wundert übrigens, dass Neymar dieses Ding nicht geschossen hat, aber bitte. Ich bin nicht der Chelsea-Coach, ich muss das nicht entscheiden. Emerton geht nicht mit. Ball landet unnötigerweise, muss man sagen, bei den Gästen aus London. Gavin. Gut. Gavin wieder auf außen. Die Flanke kann er bringen, die wird er bringen. Nur wird sie gut, ist die andere Frage, nein. Keeper Star, Loni. Loni! Loni! Jawohl! Man muss es manchmal eben einfach erzwingen. Der dritte Versuch wird es. Das war der zweite schon und hier, ja, den muss er einfach machen. Da ist die Bahn ist frei. Schöner Spielzug. Northampton wird belohnt. Und Chelsea natürlich sind wieder hinten, müssen jetzt damit mal wieder klarkommen. Wird es wieder für so ein Torfestival? Wie wir es eigentlich nicht wollen. Das war, also was war da denn jetzt nicht Handspiel? Ich will nicht so bevorteilt werden, wirklich. Das ist doch scheiße. Andererseits, wenn die so Hand nehmen, dann wird es auch nicht gepfiffen. Also ist es, glaube ich, nur gerecht. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Es macht einfach keinen Spaß. Wenn es dauernd passiert. Wenn es einmal passiert, sage ich, okay, ist geil. Nehme ich gerne ein anderes Geschenk, aber so in der Summe, na. Ah, den hätte man kriegen können. Vorteil gepfiffen, das war ein Foul, ja. De Bruyne. Zum Einwurf gut gemacht von, ich glaube, Collins ist hier unser Mann. Und Collins. Hooper. Ja, die Art hat Chelsea natürlich gut aufgepasst, klar. So einen lassen sie sich nicht einschenken und Halbzeit. Noni macht es doppelt. Wir können bitte nochmal das zweite Tor von Northampton sehen. Wir sagen zum ersten Keeper ist da. Und dann ist die Stunde des Loni. Rangelt den ab zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. 2:1. Wie viel geht hier heute noch? Erster Wechsel, Nichols scheint zu gehen, könnte gehen. Deegan geht, Diaz kommt. Nichols scheint für den Trainer ja zu wichtig für die Mannschaft zu sein, dass das mir wirklich auswechseln sollte, dürfte und könnte. Und Lücke, Hooper. Und der Ball sollte auf Loni, das hat Hooper wohl nicht begriffen. Und dann passiert eben sowas. Auch der Versuch, schnell wieder das Ding nach vorne zu spielen, weil es gefährlich war, nicht gefruchtet, schade. Ja, Hooper rennt voll am Ball vorbei, Glückwunsch. Thema Verfehlung. Und Hooper. Ah, ja, 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 ja. Ja, Tosa! Top kombiniert. Und dann ist Hooper leider nicht richtig, steht Hooper nicht richtig. Und produziert noch einen Freistoß. Provoziert, je nachdem, kann man so oder so sehen. Und jetzt geht Hooper, für ihn kommt Moyo. Für die letzten 35 Minuten und das Moyo. Wird gefault, wird nicht gefault, oh. Also, sah für mich fragwürdig aus, aber bitte. Tosa. Da gehen drei Mann auf ihn, die wissen ganz genau, wenn der Pass ankommt, dann haben wir ein Problem. Weil das ist eben genau das Northampton Spiel, diese Pässe in die Lücke, die einfach passen. Haha, passen, witzig. Ne, die einfach stimmen so, ihr wisst ja, was ich meine. Loni, komm, Tempo. Könnt er kriegen, muss er nicht, kriegt er nicht. Wird auch noch zu Boden gebracht, in einer fairen Art und Weise, glaube ich. Und jetzt machen sie es zu überhastet, das ist jetzt... Oh, bitte, Diaz. Kriegt den Vorteil. Das war noch der Pass von vorher, der jetzt ausgeführt wurde. Ein Glück, dass es so lange Vorteil gab, Emerton. Gavin! Die Bahn war frei bis auf den allerletzten. Aber das ist ja gerne mal so.
Nichols. Widdowson geht damit bedacht ran. Nein, er wird überlaufen. Nichols auch nicht. Jetzt Collins. Ist die letzte Hoffnung hier. Und Langmuir klärt, wenn er klären muss. Loni. Und Abgang. Das könnte jetzt gehen. Das könnte schnell gehen. Und dann spielt er auf Nichols unnötigerweise. Ich meine, es war nett gedacht, aber Nichols, das kannst du ihm vor allem in so einer, zu so einer späten Minute im Spiel einfach nicht zutrauen. Der ist kaputt. Ich habe gesagt, er braucht 2 Wochen Länderspielpause, um mal wieder richtig fit zu werden. Und dann kannst du auch nicht erwarten, dass so ein Ding irgendwie was wird. Also so gemein es sich jetzt anhört, aber es ist einfach ein Fakt. Ist auch teilweise Schuld des Trainers, weil der Nichols einfach nicht auswechselt oder nicht mal sagt, okay, du kannst die Spielpause machen. Scheint für den Trainer ein übertriebener Schlüsselspieler zu sein, im Gegensatz zu Loni, wo ich sage, okay. Aber das ist eben seins. Nichols ist vielleicht nicht schnell, eben weil er diese Konditionsprobleme hat durch die letzten Spiele, aber wenn er mal fighten muss, dann macht er das. Rein das Ding! Rein das Ding! Ja! Wir brauchen sie nicht, die Goal-Control-Technik. Moyo macht es auch so. Latte vor der, also ganz klar vor der Linie aufgesprungen, klar. Und dann ist er eben nochmal da, setzt sich mit all seinem Willen gegen den Verteidiger durch. Und es steht 3:1. Das Ding hier ist eigentlich, ja, sollte ehrlich gesagt eingetütet sein. Auf Emden hat viel mehr fürs Spiel getan und absolut verdient hier in Führung mit 2 Toren. Ist absolut verdient hier in Führung mit 2 Toren. Tosa, der fightet nochmal, der fightet ordentlich Loni. Und jetzt geht's nochmal ab, Moyo. Ja, was soll er machen? Oh, schön, Moyo. Moyo! Da kriegt also so frei, bis dein Leben lang nicht. Vorm Tor. Und so eine Chance. Okay, es war nicht einfach zu machen. Da müssen wir nicht diskutieren. Moyo nochmal. Will reinflanken. Diesmal steht der Verteidiger aber da. Diesmal haben sie den Braten gerochen. Und Diaz leitet den nächsten Angriff ein. Die lassen einfach nicht locker. Die sind unglaublich. So viel Kämpferherz hier drin. Loni alleine und er ist im Abseits. Ah, für mich gleiche Höhe. Für mich gleiche Höhe, aber okay, Nichols, Loni. Nein, von wegen Nichols. Loni geht. Barrios darf nochmal 5 Minuten ran. Das war jetzt ein Wechsel, um ein bisschen Zeit zu schinden, ganz klar. Akinfee fast zum 4. Mal geschlagen. Und das, also er ist 2-mal knapp dran vorbeigeschrammt, wenn man ehrlich ist. Da geht Emma zu weit. Nett gedacht, aber so schnell ist Emmerton dann ja nun wirklich nicht. Und jetzt häufen sich natürlich die individuellen Fehler bei Chelsea. Das ist auch ganz klar. Emmerton, rein das Ding. Barrios, jawohl! Er sticht! Und sticht! Und sticht! The Chicken Dance von Barrios. Erstmal hier schön. Dann hat er super das Auge, wo muss er hin, hat natürlich auch die Größe. Und gibt Chelsea eine Packung mit, die sie so ja eigentlich nicht verdient haben. Die erste Halbzeit, die war wirklich gut. Und Chelsea hier haben vollkommen verdient ausgeglichen. Und haben jetzt in der zweiten Halbzeit einfach mal den kompletten Aufwender Willen zu spüren bekommen. Und das nicht zu knapp. Schiri pfeift ab, das Ding ist durch. 90 Minuten plus Nachspielzeit sind rum, jawohl. Die Frage ist jetzt nur, hat Man U gewonnen? Bleiben es 5 Punkte auf Platz 1. Unentschieden. Unentschieden gegen Liverpool. Wir haben einen Vorsprung von 7 Punkten. Wenn ich das richtig sehe zumindest. Aber da schaue ich zur Sicherheit doch 2-mal hin. Ja, 7 Punkte. Es sieht verdammt gut aus. Verdammt gut. Everton, Rückspiel, Halbfinale 2-0. Ja, das wird so ein Spiel, das muss man runterspielen. Das werden sie runterspielen das nächste Mal. Mein Name ist T. Loni.